Die AfD ist in Umfragen zweitstärkste Kraft. Rechtsextreme jagen wieder Menschen auf der Straße und im Netz. Die Glaubwürdigkeit von Journalistinnen und demokratischen Institutionen wird systematisch angegriffen. Und die Probleme einer immer ungerechter werdenden Gesellschaft sollen, wie schon so oft, der Einwanderung in die Schuhe geschoben werden. Macht euch keine Illusion. Es ist 5:05. Wenn ein kleiner Teil auf Kosten der Mehrheit Milliardengewinne einfährt, wenn Klimawandel und Ressourcenknappheit immer neue Katastrophen erzeugen, wenn Staaten mit neuen Sicherheitsgesetzen immer autoritärer werden und Rassismus wieder salonfähig ist, dann sind wir an einem Punkt, wo es auf alle ankommt, die das nicht hinnehmen wollen. Tagtäglich arbeiten wir dafür, dass der Rassismus in unserer Gesellschaft aufhört, dass Mieten bezahlbar und Menschenrechte unteilbar bleiben. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben längst die Kraft, vor Ort Großes zu bewirken. In unseren Betrieben, in Initiativen und Vereinen, in der Nachbarschaft und auf der Straße. Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, es zusammenzutun. Themengrenzen und Ortsgrenzen hinter sich zu lassen. Zusammen an einem Ort ein Zeichen zu setzen. Nicht als Finale, sondern als Aufbruch. Gegen Hetze und Ausgrenzung, einem Aufbegehren für eine freie und solidarische Gesellschaft.